Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Disney Illusion Island. So, weiter geht's hier. Und was ist das? Ist das so eine Getränkedose? Ganz offensichtlich ist das irgendwie eine Coca-Cola-Blase oder so, die da rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Muss ja keine Coca-Cola sein. Auf jeden Fall Cola, oder? Ja, erstmal eine Runde baden und den Cola-Geruch loswerden. Und dann geht's weiter hier im Text. Ein sehr verrücktes Land. Mops, der Knotenpunkt. Könnte der Titel von einem schlechten deutschen Spielfilm, irgendwie von einem Thriller oder so sein. Mops, der Knotenpunkt. Jetzt auf Sat 1. Ich weiß auch nicht. Aber ja. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Hier haben sich die Jungs, aber auch ich teilweise, echt schwer getan, das richtige Timing zu finden bei diesen Blasen, die da rauskommen, dass du da drauf stampfen konntest. Da habe ich dann doch versucht, den beiden mal eine Chance zu lassen. Werden sie es schaffen? Aber hier in dieser Situation auch noch mit den Transportbändern hier auch noch. Ja, das ist echt schwer. Also habe ich die beiden dann doch mal erlöst. Und bin mal weiter hoch. Diese Kreatur ist einfach voll witzig. Ja, und da waren wir beide ein bisschen voreilig. Egal. Einmal lächeln. Oh, was für ein breites Lächeln Mickey hat. Einfach wundervoll. Weiter geht's im Text. Einmal hier rüber, über die nächste Stachelgrube. Und auf die nächste Schiene. Haben wir in anderen Gebieten ja auch schon welche entdeckt. Also wirklich sehr viel Backtracking dürfte uns doch erwarten, wenn wir auf 100% gehen wollen. Ich persönlich denke ja eher, dass wir es einfach ganz normal durchspielen. Dass ich den Jungs das jetzt nicht unbedingt antue, dass wir das jetzt alles auf 100%, also wirklich alles, jeden Winkel jetzt hier absuchen. Vielleicht spielen wir es einfach nur ganz normal durch. Bin auch mal gespannt, wie viel noch kommt. Am Anfang dachte ich, oh, wir kommen relativ schnell voran. Das dürfte relativ schnell rum sein, das Projekt. Aber wir haben tatsächlich erst zwei Folianten. Einer fehlt noch und dann wird es ja bestimmt noch irgendwie sowas wie eine finale Aufgabe geben, die uns dann auch noch ein bisschen beschäftigt. Also haben wir sogar wirklich erst so die, ein bisschen mehr wie die Hälfte. Sind wir so im letzten Drittel vielleicht gerade erst? Wer weiß. Dürfte auf jeden Fall noch einiges kommen und ich wollte das die Jungs mal machen lassen. Ja, auf jeden Fall. Mika, Arik, ihr macht das definitiv. Deswegen. Oh Mann. Ja, gut, seht ihr. Ha, klappt doch. Oh Mann. Auf zum nächsten Zielpunkt. Blockadenbeseitigung. So. Etwas, womit die Polizei in letzter Zeit öfter zu kämpfen hat in Deutschland. Späßle gemacht. Okay. Ja, ich bin furchtbar witzig. Ja, was wollen wir denn... Hier müssen wir hoch. Ah, wieder ganz zurück. Ey, ihr wollt mich doch veralbern. Gibt's doch nicht. Und auf dem Weg noch ganz viele Glimt auf der Karte verzeichnet. Ah! Die können ja noch ganz wichtig werden, die Glimt. Tatsächlich werden sie es noch. Wir haben sie nur schon ewig nicht mehr eingesetzt. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt geht's erstmal weiter hier. Also wieder zurück. Und wieder hier die Cola-Dose. Hier mit dem richtigen Timing arbeiten. Das ist nicht so einfach und... Ja. Für diese Glimp musste auch ich jetzt ein Herz opfern. Und jetzt, okay. Jetzt heißt es, sich zusammenreißen. Jetzt bin ich alleine mit nur noch einem Herz. Ein Risikokomet.
Werde ich es schaffen? Ach, ein Glück. Der nächste Checkpoint mit so einem Bart. Ach, ein Glück. Die sehen aber auch alle gleich aus. Die haben ja wirklich so einen Bart. Die sehen ja alle gleich aus. Hab schon tausendmal gesehen. Ja. Oh. Ja, Donald, du regelst. Definitiv. Kann gar nicht anders. Ja, das wird schon. Bin von überzeugt. Einmal kurz abwarten. Das macht er schon sehr, sehr gut. Die letzten Male war er immer so ein bisschen hektisch gewesen. Aber hier hat er sich jetzt mal die Sache ganz gut ausgeguckt. Aber das ist jetzt nicht so einfach. Nicht an die Stacheln ranstoßen. Oh wei. Auf ein neues. Und diesmal zu dritt. Erstmal ein bisschen Zeit lassen. Ja, die Soundeffekte. Bei jedem Treffer. Immer wieder großartig. Ja. Den habe ich auch. Den habe ich jetzt einfach mal einstecken müssen. Ja, Jungs wollten hier lieber oben bleiben, weil das sah auch wirklich nicht so einfach jetzt aus hier mit dem Aufwind. Ah, ja, das war jetzt auch nicht so. Ach, du liebe Zeit. Nicht schön, aber selten. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Mops, der Knotenpunkt. Samstag, 20.15 Uhr. Okay, ich hau auf. Oh, der nächste Checkpoint mit so einem Bart. Er bin ja zufrieden. Und Goofy bleibt schön da hinten bei dem Roboter, weil er will ihn bestimmt noch ein wenig weiter spoilern. Das muss einfach sein. Ein bisschen spoilern. Muss doch erlaubt sein. Na weiter, lassen wir jetzt aber Glimt außen vor hier. Und jetzt muss Michi alleine ran. Oh wei. Aber klappt schon. Wunderbar. Jetzt auf die Brücke. Denn wir wollen natürlich unser Tor gut. Yep. Oh Junge, Schweller. Die Wissenschaft ist sich uneins, ob Schweller Tiere oder Pflanzen sind. Doch leider ist eine Sammelkarte nicht der geeignete Ort, um diese Frage zu klären. Schweller schrumpfen und wachsen in einem regelmäßigen Rhythmus. Schwoll, toll, oder? Ja, sehr, sehr schwoll. Sehr, sehr schwoll. Au. Im Herzen meines Grundes sehr schwoll, aber nicht zu schwoll. Okay, ich höre auf. Hat geklappt. Michi kämpft sich durch mit einem Herz. Super klasse. Schade. Da dachte ich, würde er den Sprung schaffen. Leider etwas zu spät. Gut, dann eben nochmal. Zum Glück sind die Checkpoints ja fair gesetzt. Ich kann es nur immer wieder betonen. In jedem Part, bis es euch nervt. Wie die Checkpoints, die so einen Bart haben. Dass der Sohn-Bart-Counter einfach immer weiter nach oben geht. Genau, Mickey. Ja, das ist auch wirklich, das ist nicht einfach hier. Kommen wir über diese Stachelgruppe drüber. Ja, den Sprung hat er gut gemacht, aber dann nicht mehr auf der Plattform gelandet. Jetzt muss ich hier ran. Einmal abwarten. Jetzt nicht springen. Ja, lieber nochmal zurück. Aber jetzt ist die Chance. Ah, okay. Ja, war gut. War gut. Gott, so viele Zubats hier unterwegs. Das ist schlimmer als Pokémon. Da unten ist ein Mickey-Symbol. Ich weiß gar nicht, ob wir es gesehen haben.
Ich war so fokussiert da, auf diese Coca-Cola-Blase da zu gucken. Und... ja. Ich hab's nicht gesehen, aber die Jungs haben's gesehen und mich darauf aufmerksam gemacht. Deswegen gehe ich gleich nochmal zurück. Ach, naja, zumindest versuche ich's. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich glaube, es war Mika, der mir gesagt hat, hier, pass mal auf, da unten ist was. Also nochmal zurückgehen und das Foto. Dieses Geräusch werden wir noch öfter hören. Na dann, hoch geht's. Hoch damit und raus mit ihm. Unten. Dann einmal hier rüber. Mal gucken, dass man nicht hier die Stacheln springt. Und ich war aber so frei und habe das mal kurz alleine gemacht, denn ich wollte so diesen Checkpoint, der wieder so ein Bad. Es macht mir Spaß. Ich glaube, ich nehme das Projekt nur noch wegen so ein Bad auf. Nein, eigentlich nicht. Onkel Steve! Jetzt komm schon, du blöde Maschine! Oh, Junge, Onkel Steve! Onkel Steves Bahnreparatur, Freunde. Er versucht gerade, eine Blockade zu beseitigen. Und das heißt? Die Rutsche zu den himmlischen Tiefen ist blockiert und nicht einmal riesige Mengen Pflaumensaft helfen. Aber im Ernst, wir müssen den Luftstrom umkehren. Und zwar bald. Wie machen wir das? Es gibt einen großen alten Notfallknopf. Aber an den kommt niemand heran. Wieso? So etwas ist genau unser Ding. Wo finden wir diesen Knopf? Onkel Steve hat den Ort auf eure Karten markiert. Oh Junge, suchen wir diesen Luftstrom-Umkehrknopf. Onkel Steve ist vor lauter Dankbarkeit sprachlos. Das wäre wohl eine Premiere. Ach, komm schon. Nicht wieder zurück. Was für ein Hin und Her heute. Ja, wieder drehen. Wuhu! Wie wird sich das Level wohl diesmal drehen? Was mag uns erwarten? Sind wir in der Lage, diese Mods-Challenge zu bestehen? Das erfahrt ihr natürlich noch in diesem Part. Ja, ist ja noch nicht lang, ne? Wäre ja zu kurz, den Part zu beenden. Wobei, könnt ihr auch sagen, damit ich mal für die ganze Woche Content habe, ich mache jetzt nur noch 10 Minuten Folgen. Zuletzt ging es unfassbar schleppend voran. Ich weiß das auch. Ich bin mir der Situation bewusst. Aber wir kriegen es hin. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es in einem der letzten Parts gesagt habe. Aber es ist wirklich momentan eine schwierige Situation. Weil ich komme bei Pokémon Legenden Arceus nicht weiter, weil ich diesen Pokédex vervollständigen muss. Mit den Forschungsleveln, das dauert noch unfassbar lange, weil mir wahnsinnig viele Pokémon fehlen. Ich war schon fleißig, aber es fehlen irgendwie immer noch so an die 40. Und es dauert halt einfach noch ganz, ganz lange, wenn ich das habe. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Woche mal damit durchkomme. Und dann bei Star Fox habe ich das Problem, ich hätte gerne den Endurance Mode gezeigt. Der stürzt mir aber vor Venom immer ab. Also ich komme nicht nach Venom, egal welchen Schnorres. Egal welchen Schnorres ich benutze, ist vielleicht der fleißigste Farmer, den es gibt. Er holt trotz Gefahren in den vergessenen Farmlanden weiter die Ernte ein. Sein einziges Laster, ein unstillbarer Durst nach Mondsaft. Ja, also egal welchen Emulator ich benutze, Venom ist nicht spielbar. Es stürzt jedes Mal vor Venom ab. Und dann muss ich wohl leider dazu übergehen und den Endurance Mode ohne Venom zeigen. Das heißt, wir können ihn eigentlich gar nicht abschließen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Vielleicht ist das aber auch wirklich so. Vielleicht war dieser Modus so noch nicht fertig. Ich werde es nicht erfahren, weil neuere Beta gibt es zwar schon, aber da sind ja die ganzen Modi wieder entfernt worden, weil die ganze Randomizer-Geschichte von Star Fox 64 jetzt quasi nochmal von vorne gestartet wird in der Entwicklung. Ein weiteres hübsches Foto. Und von daher ging es jetzt auch erstmal bei Star Fox nicht weiter, aber dann werde ich jetzt einfach mal den Endurance Mode einfach nochmal aufnehmen
und dann kommt da die Woche auch wieder was. Ja, aber Legenden Arceus, das ist ja diese Pokédex-Geschichte, das ist fürchterlich. Weil es ist einfach so unfassbar uninteressant, dass du jedes Pokémon auf Forschungslevel 10 bringen musst, weil es sind keine interessanten Aufgaben. Es ist dann jedes Mal immer derselbe Kram. Fange so und so viel Pokémon, ohne entdeckt zu werden, oder benutze 10-mal die Krafttechnik oder was weiß ich was. Und das ist halt bei jedem dasselbe und es macht einfach keinen Spaß. Aber naja, ist halt so. Ich hätte Legenden Arceus ja gern schon abgeschlossen, aber im Oktober wird es definitiv soweit sein. Ja, von daher muss es erstmal hier ordentlich vorangehen. Ich bin froh, dass wir da jetzt nochmal eine ordentliche Aufnahmesession hinbekommen haben. So, auch hier wieder eine Cola-Blase. Der Weg ist nicht mehr weit. Aber wir müssen wohl erstmal runtergehen. Daneben rüber, das bringt uns gar nichts. Also erstmal hier entlang. Erstmal wieder den Roboter spoilern. Und dann mal gucken. Da sind Glimt und hier ist ein Aufwind. Und den sollten wir mal nehmen. Nach einem netten kleinen Bart. So. Rechte Flure. Nachdem du alle rechten Flure des Schlosses gewischt hast, können wir über Gnade reden. Ach ja. Endlich mal wieder eine CDI-Referenz. Viel zu selten in letzter Zeit. Viel zu wenig Audio-Spams in letzter Zeit. Oh, my boy. Dinner. Oh, oh. Muss noch mehr kommen. Oh boy, Squad Alarm! So, einmal hier hoch. So viel Coca-Cola in diesem Part. Aber eine interessante Blasenphysik, auf jeden Fall. Das muss man dem Spiel ja lassen. Dieses Spiel ist sozusagen die Erfinderin der Cola-Blasen-Physik. Ja, das wird ein Element sein, das wird sich bald in allen Spielen durchgesetzt haben. Ich bin sowas von überzeugt davon. Das ist revolutionär. Du nutzt einfach Coca-Cola-Blasen als Trampolin. Das ist sensationell. Also ich habe das in noch keinem Spiel bisher gesehen und es macht einfach so viel Sinn. Nicht. Aber egal. Yay! Ah, Mickey, nur echt mit der Zahnlücke. Stacheln, Fledermäuse und Mondsaft. Eine tödliche Kombination. Leider können wir immer noch nicht tauchen. Ob sich das alsbald ändern wird? Dass du nicht tauchen können, hat ja schon so ein Bart wie dieser Briefkasten. Und noch mehr Coca-Cola-Physik. Wundervoll. Ja, ein roter Knopf. Nicht den roten Knopf drücken. Oh nein, das kann nicht gut werden. Na gut, probieren wir es. Notfallknopf. Was mag passieren? Was meint ihr? Bedeutet dieses heftige Beben etwas Gutes? Ich bezweifle es auch. Schnell zurück zu Onkel C. Ja, aber ich habe irgendwie den Eindruck, wir machen Monot mehr kaputt, als dass wir Monot helfen. Kann das sein? Kann es sein, dass Mickey mal wieder alle ins Unheil stürzt, wie in Mickey Epic? Was ist das nur? Was ist das für eine Maus? Was geht da eigentlich ab?
Irgendwas Merkwürdiges geht hier auf jeden Fall vor. Ich habe das Gefühl, wir schaden Monot mehr, als dass wir Monot helfen. Das ist echt... Nur, dass du hier keine Wahl hast. Bei Mickey Epic hast du ja wenigstens noch die Wahl, dass du Sachen zerstörst. Gut, manchmal lässt dir das Spiel auch keine Wahl, weil irgendwelche Dinge sehr kleinlich gesehen werden. Vielen Dank nochmal. Kindergeschichte aus Mickey Epic 2. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ja, okay, komm, reden wir weiter jetzt. Machen wir weiter. Ja, reden wir weiter ist auch wichtig. Ist ja ein Let's Play. Let's Play ist aber mittlerweile so ein Bart wie dieser Briefkasten. Und, ich glaube, wir gehen einfach mal zurück zu Onkel Steve, oder? Das geht sonst schief. Wir gehen zu Onkel Steve. Sehr gut. Gut drüber gesprungen. Oha, aber hier durchflattern ist nicht so einfach. Ja, tue ich mir auch schwer. Wobei, so viele Side-Scrolling-Shooter gespielt, ja, da kann man, wo du wirklich lernst, mit hohen Geschwindigkeiten durch solche engen Gänge zu fliegen. Mit scrollendem Bildschirm und was weiß ich was allem. Eigentlich müsste ich da mehr Erfahrung drin haben. Pluto, der Caddy. Ich meine, ich habe immerhin vor dem C64-Adventskalender, den ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich ja wirklich Katakis nochmal ausführlich gespielt und auch Turrican 2 und sowas, was ja auch eine heftige Side-Scrolling-Shooter-Passage hat. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich besonders gut durchgekommen bin, aber da hat man schon wieder so ein ganz kleines bisschen Übung gekriegt auf einmal. War schon ganz cool. So, noch mehr Coca-Cola-Physik. Yay! Gleich sind wir wieder bei Onkel Steve. Gleich haben wir es geschafft. Naja, der Weg ist schon noch ein bisschen, ne? Gut, ich kürze das mal für euch ab. Onkel Steve! Onkel Steve, ist alles in Ordnung? No. Guter Rückenschwimmer. Sich so aufs Wasser legen, auf dem Rücken, ich kann es nicht, ne? Die Zeiten sind hart, aber Onkel Steve hält sich über Wasser. Aber im Ernst, es könnte besser laufen. Was ist passiert? Die Umkehrung des Luftstroms hat zu gut funktioniert. Wir saugen Mondsaft aus den himmlischen Tiefen ein. Was können wir dagegen tun? Ihr müsst in den himmlischen Tiefen hinunter und die ursprünglichen Blockade ausfindig machen. Goofys Schwimmstil ist so großartig. Also, ich wollte es auf die positive Tour versuchen, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Ihr benötigt spezielle Ausrüstung, um tief in den Mondsaft hinabtauchen zu können. Ich habe so ein Gefühl, dass wir zufällig jemanden begegnen könnten, der uns da weiterhelfen kann. Ein gewisser argentinischer Fußball-Weltmeister? Messi? Okay, gut, Zeit für den Tauchgang. So sieht's nämlich aus. Und geht den Muscheln nicht auf die Nerven. Muscheln? Die sind oft mies drauf. Oh, ein mies Muschel-Wortwitz. Der hat noch gefehlt. Okay, die Muscheln sind nicht sonderlich freundlich. Gut zu wissen. Tja, mal gucken, ob wir das überstehen werden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.